Vielleicht hast du dir schon mal überlegt, ob wir einen Kristallkörper bekommen oder ob wir durchsichtig werden oder wie ist es überhaupt, wenn wir in 5D sind? Gehen alle Menschen mit? Gibt es die Erde zweimal? Was wird mit den Tieren? Es gibt so viele Fragen und die werde ich heute gerne für dich beantworten. Ich habe diese Fragen dem Galaktischen Rat der Föderation gestellt. Und das wird sehr spannend werden. Also bleibt dran, gleich geht es los. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und eins der größten Online- Webinaranbieter für den spirituellen Bereich. Und wenn du immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Ja, ihr Lieben, und heute geht es um diese vielen Fragen, die ich an den Galaktischen Rat der Föderation gestellt habe und ich möchte sie euch jetzt gerne heute auch beantworten. Es ist sehr spannend und wichtig ist zu wissen, das haben Sie mir gesagt, bevor jetzt die Fragen beantwortet werden. Sie haben gesagt, es kommt immer noch darauf an, wie alles wird, wie die Menschen es manifestieren. Und die Antworten, die wir heute bekommen, die sind gültig für die Jetztzeit. Sie können anders sein als wie die Antworten, die vor ein, zwei Jahren oder länger her gemacht wurden. Und es kann sein, dass in ein, zwei oder mehreren Jahren wieder andere Antworten geben wird. Das liegt an der Zeitlinie, in der wir uns befinden und die wir ja manifestieren, sei es bewusst oder unbewusst. Das ist also der Grund, warum es manchmal unterschiedliche Antworten gibt, beziehungsweise wenn es schon länger her ist mit den Antworten. Ja, dann habe ich also mal begonnen zu fragen. Ich habe gefragt, werden alle Menschen in die fünfte Dimension gehen? Die Antwort war, im ersten Moment werden nicht alle Menschen gehen, denn es ist der freie Wille und jeder Mensch kann sich entscheiden, ob er jetzt schon in die fünfte Dimension geht oder ob er lieber auf der Erde bleibt. Sie haben gesagt, aber letztendlich werden wir uns tatsächlich dann doch alle wieder treffen, weil so nach und nach dann doch alle nachrücken werden. Also es ist eine gewisse Zeitspanne des Übergangs nochmal, wo schon einige von uns in der fünften sein werden und die anderen dann nachkommen. Dann habe ich gefragt, verlieren wir den Kontakt zu den Menschen, die dann auf der Erde zurückbleiben, oder wie wird es denn dann sein? Die Antwort war, wir werden immer in Kontakt bleiben, denn es gibt dann andere Wege, uns mit unseren anderen Menschen, mit den anderen Menschen zu verbinden. Also der Kontakt wird nicht abreißen. Wir werden uns immer noch unterhalten, sehen und fühlen können auf eine andere Art. Das hat man uns noch nicht erklärt. Dann habe ich gefragt, wird es denn die Erde dann doppelt geben oder wie sieht es denn überhaupt aus? Dann sagen Sie, die Erde, wie sie ist, wird bleiben und es wird eine neue Dimension entstehen. Sie sagen, dass wir ja auch zuerst in uns selbst das Bewusstsein erhöhen müssen, um überhaupt in die fünfte Dimension hineinzukommen. Also es ist zuerst unsere eigene Arbeit, unsere Bewusstseinsarbeit wichtig, die Arbeit an uns. Und dann wird sich aus diesen vielen neuen Bewusstseinssträngen, sag ich mal, eine Ebene bilden, die dann die fünfte Dimension für uns trägt und zu der wir dann hinkommen können, hinkommen werden. Dann habe ich gefragt, wie wird denn das Leben in der fünften Dimension sein? Sie haben gesagt, es wird wundervoll sein. Dort gibt es nur Liebe in der fünften Dimension, Liebe, Frieden und Glückseligkeit. Und wir werden dort alles tun können, was wir möchten.
Wir werden alles erschaffen können, was wir möchten. Wir werden Kontakt zu allen Wesen des Universums haben und wir werden so glücklich sein, dass wir in der Grenzenlosigkeit einfach leben. Und wir werden intensiv mit der göttlichen Liebe verbunden sein. Das werden wir ganz anders empfinden, als wir es im Moment hier auf der Erde erleben. Das wird noch viel intensiver sein. Und dann habe ich gefragt, was ist denn mit den Menschen, die jetzt nicht gleich mitgehen, die einfach ja auf der Erde doch noch bleiben? Dann haben sie gesagt, diese Menschen oder jeder Mensch kann sich ja entscheiden, was er machen möchte. Aber es werden immer mehr Menschen den Übergang schaffen und so werden letztendlich die anderen auch mitgehen. Also es ist einfach ein Übergang. Und dann habe ich gesagt, in welcher Sprache oder wie werden wir uns verständigen in der fünften Dimension? Und dann haben sie gesagt, es ist keine Sprache mehr nötig, denn wir sind über Gedankenkraft verbunden und über Telepathie. Und es wird auch eigentlich keine Worte brauchen. Also die Sprache ist nicht mehr im Vordergrund, sondern eher das liebevolle Denken und das Handeln daraus. Wir wüssten sofort, was der andere gerade von uns möchte und wir würden das dann auch sofort gerne machen und es ist ein ganz anderes Zusammenleben in der tiefsten Liebe. Und dann habe ich gefragt, was ist denn mit den Tieren? Werden die auf der Erde bleiben oder was geschieht mit denen? Ja, dann sagen sie, die Tiere werden auch mitgehen, die werden also mit uns gehen. Und auch die Pflanzen werden mit uns gehen. Sie spielen in der neuen, in der fünften Dimension eine besondere Rolle für uns, weil sie werden dadurch auch lichtvoller. Sie werden andere Farben noch bekommen und werden anders aussehen. Also es ist total spannend. Und dann habe ich gefragt, wie wird es sein, von wem werden wir lernen oder werden wir dann auch mit den Plejadern verbunden sein? Und die Antwort, ja, natürlich, die Plejader werden unsere Lehrmeister sein. Also das heißt, sie werden uns unterrichten und uns ganz viele Dinge lernen, die wir brauchen, um uns im Universum in den anderen Dimensionen oder auf den anderen Planeten zurechtzufinden. Dann habe ich gefragt, was ist mit unserem Körper? Behalten wir unseren menschlichen Körper? Und das ist nämlich die Frage, die sich viele stellen. Es wurde gesagt, unser menschlicher Körper wird sich von der physischen Form in die lichtvolle Form verändern. Das heißt, wir werden einen Kristallkörper bekommen, einen Lichtkörper bekommen. Wir werden durchsichtig sein. Wir werden, wie das Licht eben ist, ganz hell sein. Also der Körper wird sich verwandeln. Wir behalten unseren Körper, aber er wird einfach lichtvoll werden. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja richtig, richtig toll, weil ich weiß ja, dass wir damals in Lemurien unseren Lichtkörper, den wir noch hatten, viele Fähigkeiten hatten. Und dann habe ich gefragt, ja, und was geschieht denn mit unseren Fähigkeiten oder wie wird es dann sein? Welche Fähigkeiten werden wir denn haben? Dann haben sie gesagt, wir werden erstens unsere Fähigkeiten, die wir sowieso schon haben, die werden sich noch mehr entwickeln, die werden perfekt werden und wir werden Fähigkeiten haben, die wir noch gar nicht uns vorstellen können. Es ist also es ist nicht nur Teleportation oder Materialisation, es sind Dinge, die wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und das ist natürlich sehr interessant, finde ich. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, was könnt ihr denn noch so über die fünfte Dimension sagen? Und dann haben sie gesagt, es gibt keine Grenzen in der fünften Dimension. Es ist ein Ort der unendlichen Möglichkeiten und wir werden in der Lage sein, unsere eigene Realität zu erschaffen und in Frieden und Harmonie zu leben. Wir werden alles tun können, was wir wollen.
und wir werden eine tiefe Verbindung mit allen Lebensformen haben. Es wird Frieden geben und wir sind eben sehr intensiv mit der Quelle verbunden. Also diese Grenzenlosigkeit hat mich sehr tief berührt und man spricht ja immer davon, von dieser unendlichen Grenzenlosigkeit, aber man kann sich's eigentlich gar nicht so sehr vorstellen. Und sie sagen auch, wenn wir dann übergegangen sind, werden wir feiern, wir werden glücklich sein. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn eigentlich mit unseren Gefühlen? Was geschieht mit unseren Emotionen? Und dann haben sie gesagt, ja, die Emotionen werden sich verändern, sie werden intensiver werden. Also das heißt, wir werden uns noch mehr freuen können. Und es gibt ja keine Dualität mehr. Das heißt, wir haben nur die positiven Gefühle und wir lernen auch diese Gefühle zu steuern. Also wir können sie anders steuern als hier und es wird intensiver werden. Auch das ist ein schönes Gefühl. Das heißt, wir leben tatsächlich dann in der Glückseligkeit. So wurde es geschildert und ich habe auch noch eine wundervolle Botschaft von Aquayana, die sie uns überbringen wird und da wird sie uns auch nochmal einstimmen, unsere Energie erhöhen und unser Bewusstsein ausdehnen, so dass es uns viel leichter fallen wird, in diese Energien hineinzukommen. Und ihr Lieben, wer gerne noch mehr über dieses ganze Gebiet erfahren möchte, wer gerne sich auch weiterbilden möchte und lernen möchte, dem kann ich die Andromeda-Schule empfehlen. Sie wird von Mai Medana überbracht, der zweiten kosmischen Schwester. Aquayana ist ja die erste kosmische Schwester und sie hat uns die Plejaden-Schule überbracht. Sie hat uns das Lichtfaser der Plejaden überbracht und gelehrt, wie wir das eigens herstellen können. Und ich habe es hier, ich trinke immer mal einen Schluck jetzt auch. Es schmeckt so irgendwie süßlich, angenehm, so samtig. Und allein dieses Wasser bringt uns so eine große Unterstützung hier auf der Erde jetzt momentan. Wir lernen die Sternenfamilie kennen. Sie zeigt uns so viele Übungen und es ist einfach eine so wunderschöne Hilfe und Unterstützung, die wir da bekommen. Und jetzt mit Mai Medana in der Andromeda-Schule werden wir lernen, durch die Dimensionstore zu gehen. Wir werden das Dimensionschanneling lernen und wir werden lernen, wie dieser besondere Lichtstrahl von Andromeda angewandt wird, was wir damit machen können. Und wir werden auch eine ganz hochenergetische Einweihung in diesen Lichtstrahl bekommen, der uns dann auch ermöglicht, leichter durch den Übergang zu kommen. Also ich lege es euch ans Herz. Wenn es euch interessiert, schaut einfach unter das Video, lest mal die Infos durch und lasst euch ja von den vielen wundervollen Segensenergien berühren und tragen. Und jetzt kommen wir zu der Botschaft gleich. Ach so, was ich auch noch sagen wollte, natürlich haben die Kanalmitglieder von Smarana auch ein Webinar bekommen. Sie haben ein Webinar von Aquayana und von Mai Medana bekommen. Ihr könnt das alle gerne als Kanalmitglied auch nutzen, um noch tiefer in diese Energien einzusteigen. Und jetzt freue ich mich sehr auf die Botschaft von Aquayana und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Ich sprühe mich noch ein. Ich wäre schon fast umgefallen vor lauter Energie. So, ich schicke euch ein bisschen rüber von der Plejaden-Energie und ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt.
Geliebte Menschenfamilie, ich darf euch mit dem Segen des Lichtes begrüßen und liebevoll einhüllen. Ich bin Aquayana, eine der sieben kosmischen Schwestern. Und wie ihr schon wisst, komme ich von den Plejaden. Ich komme im Namen der großen Zentralsonne und des Rates des Lichtes, um euch zu helfen, euch zu erinnern, wer ihr seid, woher ihr kommt und warum ihr hier seid. Ihr werdet alle von Herzen geliebt. Wir sehen euer Potenzial und wissen, dass jeder einzelne von euch ein unermesslich mächtiges Lichtwesen ist. Ihr seid zu dieser Zeit auf diesen Planeten gekommen, um den Aufstiegsprozess zu unterstützen. Ihr seid wichtige Mitglieder des Großen und Ganzen, und wir geben euch gerne unsere Unterstützung. Die Erde durchläuft eine große Transformation, und es ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich zu ihrer wahren Natur erwachen und beim planetarischen Erwachen mithelfen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du helfen kannst. Aber das Wichtigste ist, dass du dich daran erinnerst, wer du bist und warum du hierher gekommen bist. Du bist hier, um der Erde und all ihren Bewohnern zu helfen, sich an ihre wahre Natur als unendliche Wesen des Lichtes zu erinnern. Du bist hierher gekommen, um den Prozess des planetarischen Aufstiegs zu unterstützen. Aber du kannst es nicht alleine tun. Du brauchst die Hilfe deiner Mitmenschen, die gleichgesinnt sind wie du und aus der großen Menschenfamilie kommen. Je mehr Menschen zu ihrer wahren Natur erwachen, desto schneller wird der Prozess verlaufen. Glaube also bitte nicht, dass du machtlos bist oder dass du nichts bewirken kannst. Im Gegenteil, du bist unermesslich mächtig und kannst in dieser Welt sehr viel bewirken, wenn du dich daran erinnerst, wer du bist und warum du hierher gekommen bist. Ihr werdet große Wandlungsprozesse durchlaufen. Und es wird nicht immer einfach sein. Das Dunkle tarnt sich gerne, um die Menschen von ihrem Weg abzubringen. Und es verspricht Dinge, die nicht eingehalten werden können. Aber lass dich nicht täuschen. Das Licht ist viel stärker und es ist schon da und es wird sich
immer mehr durchsetzen. Du bist hier, um dazu beizutragen, dass dies geschieht. Alles, was dir Angst einjagt oder wenn du dich unwohl fühlst, ist ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Prüfe in deinem Herzen, ob die Dinge, die du siehst oder die man von dir verlangt, von Liebe getragen sind. Daran wirst du erkennen, ob du vom Licht umgeben bist oder ob die Dunkelheit versucht, dich zu umgarnen. Du bist nie allein. Wir sind immer bei dir. Wann immer du Hilfe oder Führung brauchst, brauchst du nur zu fragen und wir werden für dich da sein. Wir lieben dich von ganzem Herzen und sind stolz auf die Fortschritte, die du und die Menschheit bisher gemacht haben. Liebe Menschen, macht weiter so und wisst, dass das gesamte Universum euch bei diesem großen Vorhaben unterstützt. Und wir danken dir jetzt schon sehr für deinen Dienst an der Menschheit und der Erde. Später, wenn ihr es geschafft habt und die fünfte Dimension für euch erreichbar sein wird, beginnt das neue Zeitalter der neuen Erde. Dieser letzte Übergang wird sich, wenn die Zeit reif ist, sehr schnell vollziehen. Es ist eine Zeit der großen Freude und des Feierns, denn du hast es geschafft. Du wirst dich daran erinnern, wer du bist und woher du kommst. Du wirst mit deinen Lieben, die vor dir gegangen sind und sich jetzt schon in der fünften Dimension befinden, wieder vereint sein. Da die göttliche Quelle die freie Meinung eines jeden einzelnen Menschen respektiert, kannst du auf der Erde bleiben oder sie verlassen. Je nachdem, was dein Herz dir sagt. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur Liebe. Aber letztendlich werden alle Menschen sich in der fünften Dimension wieder treffen. Sei dir versichert, dass es für dich und für jeden Einzelnen perfekt sein wird. Völlig egal, wie du dich entscheidest, ob du früher oder später mitgehst. Die fünfte Dimension besteht aus einer energetischen Ebene der Liebe. Alles basiert auf Liebe, alles ist miteinander verbunden und es gibt keine Trennung. Du wirst dich dort zu Hause fühlen und ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit verspüren. Du wirst dich daran erinnern, wer du bist
und warum du hierher gekommen bist. Du wirst in der Lage sein, alles zu erschaffen, was du möchtest. Denn du bist mit der Quelle der gesamten Schöpfung verbunden. Du lebst in einer aufregenden Zeit und du wirst sehen, dass sich die vielen Mühen und Lasten, die du auf dich genommen hast, letztendlich um ein Vielfaches lohnen werden. Sei dir bewusst, dass du gerade an der Schwelle zu großen Veränderungen stehst und dass du mit deinen Gedanken diese Veränderungen steuern kannst. Ich sage dir, wähle Liebe statt Angst und wisse, dass du niemals alleine bist. Wir sind immer bei dir. Wir feuern dich an und unterstützen dich in jeder Hinsicht. Wir danken dir für deinen Dienst an der Menschheit und der Erde. Wir lieben dich bedingungslos. So überbringe ich dir den Segen des Lichtes und lege ihn wie einen schützenden Mantel um deine Schultern. Aquayana, die Plejaderin, hat zu dir gesprochen. Im Auftrag der Galaktischen Föderation des Lichtes. Der Segen sei mit dir. Das war die wundervolle Botschaft von Aquayana. Und ich denke, es geht euch so wie mir. Ihr seid voller Liebe, voller Freude und voller Kraft. Ich wünsche euch die wunderschönste Zeit in Frieden. Denkt immer daran, ihr seid geschützt und geliebt. Alles wird gut. Wenn dir mein Video gefallen hat und du immer die neuesten Botschaften erhalten möchtest, darfst du gerne hier auf die Kugel klicken und mich abonnieren. Ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Bis zum nächsten Mal.